Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ja, ich habe es endlich geschafft, ein neues Video für euch aufzunehmen über meinen Pioneer Controller bzw. dem RX Mark II. Viele kennen den schon. Ich habe euch ja den schon mal vorgestellt, über ein Video über das Display gemacht. Kam ziemlich gut an bei euch, deswegen ja, habe ich endlich Zeit gefunden. Zeit gefunden jetzt nicht, aber es ist schon wieder 9 Uhr, also 21 Uhr. Aber ich hatte einfach Bock, euch noch ein kleines Video zu machen. Deswegen, heute geht es mal um die ganzen Knöpfe, beziehungsweise wie mixe ich, wie mache ich einen Übergang, wie funktionieren die ganzen Knöpfe hier, weil es einfach so viele hier sind, wie funktioniert es mit dem USB-Stick, das erkläre ich euch alles in diesem Video und damit ihr auch eine bessere Sicht habt, weil mit dieser Kamera ist es ein bisschen schwer zu sehen oder euch zu zeigen, habe ich mir meine GoPro geholt. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, wenn die Audioqualität über die GoPro nicht so gut sein wird. Auch jetzt hat hier vom Licht hier unten wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht so optimal sein, euch hier alles ja, in bester Qualität zu zeigen. Aber ich will euch einfach mal nur ja, zeigen, wie das funktioniert, wie ich Mixe mache, wie der aufgebaut ist generell. Und ich würde sagen, wir schmeißen jetzt das gute Stück an. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde sagen, let's go. So Leute, hier die kleine Perspektive von der GoPro. Ich hoffe, dass die Audioqualität einigermaßen in Ordnung ist. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Also über das Display werde ich heute nicht mehr viel erzählen. Das habt ihr in einem Video schon von mir gesehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gerne auf meinen Kanal gehen. Da habe ich eine Playlist erstellt. Das sind alle Tutorials oder ja, Tutorials, sage ich mal, gespeichert, also alle Videos, die ich darüber gedreht habe, in der Playlist gespeichert. Das heißt, ihr könnt es jetzt von Anfang an anschauen. Und für die Leute, die jetzt auf dieses Video gewartet haben, bleibt dran. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das hier alles so funktioniert. Genau, als allererstes der Controller selbst. Ja, ich habe ihn hier auf der Verpackung hochgelegt, weil mein Tisch leider viel zu niedrig ist. Deswegen eine kleine Erhöhung. Ich wollte mir eigentlich auch einen neuen Tisch holen, aber das ist heute nicht das Thema. Und ich würde sagen, wir schmeißen mal das gute Stück an. Für die Leute, die es nicht wissen, es gibt hier, ich hoffe, das passt jetzt vom Licht, es gibt hier diesen Power-Knopf. Am Anfang habe ich auch ein bisschen gesucht, aber er ist eigentlich ziemlich einfach zu finden. Hier hinten habt ihr die ganzen Anschlüsse. Das heißt, ihr habt jede Möglichkeit, irgendwelche Boxen anzuschließen, egal mit Cinch, mit XLR. Also ihr habt sehr etliche Möglichkeiten und ihr habt Möglichkeiten, mehrere Boxen anzuschließen. Deswegen will ich da jetzt auch nicht drauf eingehen oder weiter drauf eingehen, weil es einfach nicht so interessant ist. Und ich würde sagen, wir betätigen jetzt mal diesen Knopf und ihr werdet sehen, es fängt hier alles an zu leuchten. Das bedeutet, der Controller fährt hoch, er startet. Ihr seht es jetzt hier auch nochmal im Display. Die Software lädt gerade hoch, also wie beim PC. Er wird hochgefahren und dann ist er startbereit. Ich habe hier schon auf Slot 1, das habe ich euch auch schon erklärt, USB 1 und USB 2. USB 1 benutze ich ja um einen Stick, oder da stecke ich ja meinen Stick rein, wo meine Musik drauf ist. Und bei USB 2 ist ja der zweite Stick meistens drin, um zu recorden. Das heißt, er wird hier schon erkannt, dieses Lämpchen leuchtet. Deswegen drücke ich jetzt hier auch auf USB 1 und zack, kommt sie hier auf diese Ordner. Hier gehe ich ganz normal auf meine Playlist, das habe ich euch aber auch schon gezeigt. Und heute wählen wir mal No Copyright Songs aus, damit wir keine Strikes bekommen. Das heißt, keine Probleme mit der GEMA. Hier betätige ich wieder oder hier füge ich den Song, den ich hier ausgewählt habe, auf mein linkes Deck, also auf Deck A. Und genau, so fangen wir mal an. Auf der linken Seite findet ihr ungefähr ja, das Wichtigste, was man wissen muss eigentlich, oder ist eigentlich auch verständlich für jeden. Es gibt diesen Play-Button, das heißt Play und Stop in einem. Das seht ihr auch hier. Wenn ich jetzt Play drücke, ich drücke mal Play, seht ihr hier, dreht sich was. Und wenn ich jetzt nochmal die Taste betätige, hört sie es wieder auf zu drehen. Drüber habt ihr den Cue-Button. Der ist für Fortgeschrittenere, beziehungsweise werde ich euch später noch zeigen, weil das ist ein bisschen komplizierter. Ich will es euch ja so einfach wie möglich halten. Und was ich auch noch sagen will, ich werde nicht auf jeden Knopf eingehen, sondern nur auf die Knöpfe, die ich benutze. Deswegen, sorry Leute, wenn ihr euch irgendwelche Hoffnungen gemacht habt, dass ich jetzt hier auf die einzelnen Knöpfe eingehe. Das Problem ist, ich benutze sie halt wie gesagt nicht. Genau, also hier habt ihr Play und Stop. Rechts daneben findet ihr 8 Patterns oder ja 8 Pads sozusagen. Die könnt ihr frei belegen. Das heißt, ihr habt hier den Song.
Ihr zeigt es hier unten an. Wie ihr Songs oder sowas hier oder diese Waveform angezeigt bekommt, schaut euch mal ein anderes Video an, wie ich die Musik auf den Stick bespielt habe, weil es nicht gerade einfach ist und man darüber eigentlich fast kein deutsches Tutorial findet. Deswegen schaut euch das Video echt gerne mal an, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Aber nochmal zurück zu den Pads. Wie gesagt, 8 Stück. Ihr habt sozusagen Hot Cues, also Cue-Punkte. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt hier den Track, also ist ja Touch, wisst ihr ja auch schon, man kann hier per Touch ein bisschen steuern. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt den Track nicht am Anfang laufen lassen, sondern hier, könnt ihr einen sogenannten Cue-Punkt setzen. Da drücke ich jetzt einmal drauf. Schon ist er belegt, er leuchtet auch grün. Wenn ich aber sage, im Club will ich den doch da hinten abspielen, also switche ich wieder vor und setze mir einen zweiten Cue-Punkt, dann habe ich schon mal 2 Cue-Punkte. Der erste fängt dann ab hier an. Ich kann hier mal abdrücken. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Also der erste fängt dann hier an. Ich drücke mal drauf. Zack, ist er da hingesprungen. Und wenn ich aber sage, ich will da hinten hin, drücke ich einfach den zweiten Knopf und ihr werdet sehen, er springt zum zweiten Part, wo ich den Cue-Punkt gesetzt habe. Genau, ist einfach erklärt, wie ihr diese Cue-Punkte wieder löschen könnt. Ganz easy. Okay, bitte nicht da hinten hinschauen, hier sieht es ein bisschen aus. Ihr drückt hier diese Shift-Taste gedrückt und drückt es einfach auf diese Pads oder auf diese Pattern. Somit werden die Cue-Punkte wieder gelöscht. Ihr seht, hier ist kein Verzeichnis mehr von dem Cue-Punkt. Und das dazu. Dann habt ihr noch Beat Loop. Gut, damit habe ich mich noch nicht befasst. Obwohl es richtig geile Funktionen sind, habe ich aber, wie gesagt, noch nie benutzt oder mal kurz angetestet. Aber ich will euch da jetzt nicht irgendwas erklären, was ich selber noch nicht kann. Deswegen gerne mal selbst ausprobieren, die so einen Controller besitzen. Dann gehen wir weiter zu dem Deck selber. Er ist ja sehr, sehr groß, muss ich sagen. Hat hier so Flächen für die Finger, das heißt, wenn ich hier dann den Übergang machen will, habe ich schöne Einkerbungen. Das heißt, ich kann hier wunderschön den Track untereinander legen, wenn er nicht passt. Damit, dass es noch einfach ist, zoome ich halt immer an den Track ran. Dann weiß ich, wann die Beats untereinander sind, also diese Kick zum Beispiel. Hier habt ihr nochmal ein paar Informationen. Er ist jetzt gerade auf Pause. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dieser blaue Kreis bedeutet einfach, dass der Track gerade auf Pause ist. Wenn ich nämlich jetzt nochmal auf Play drücke, verschwindet der Kreis. Und ihr habt eine Möglichkeit, weil im Club ist es ja meistens ziemlich dunkel. Seht ihr hier immer, hier fehlen zum Beispiel so 2 Striche. Das bedeutet, wenn ihr Play drückt, ihr wisst, dieser Track läuft, weil auf der Seite läuft gerade nichts und ich habe noch keinen Track reingeladen. Das heißt, hier sind noch alle Striche vorhanden, hier drüben nicht. Genau, dann, also wie gesagt, super zum Scratchen auch. Mache ich auch nicht, weil ich mich damit noch nie befasst habe. Daneben kommt eigentlich ziemlich die wichtigste Funktion, und zwar diese Sync-Taste. Viele hassen sie, viele DJ, die sagen, mach sowas nicht, das ist unprofessionell. Leute, ich sag's euch, macht's es. Die, wo Bock drauf haben, es vereinfacht euch so das Auflegen. Also es ist viel, viel angenehmer zum Auflegen. Und zwar macht es ihr so, ganz einfach zum Verstehen, ihr ladet euren Track rein, drückt auf das Deck A, also ihr ladet, also ich lade zum Beispiel immer auf Deck A, also hier drüben immer den ersten Track rein und aktiviere sofort die Sync-Funktion. Was macht die Sync-Funktion? Ganz einfach, wenn ihr jetzt zum Beispiel zurückgeht, ich lade jetzt hier meinen zweiten Track rein, genau hier seht's, jetzt fehlen diese 2 Striche und hier seht ihr zum Beispiel, der Original-Track hat 128 BPM, also Beats per Minute, und dieser Track hat 138. Und wenn ich die jetzt untereinander mische, hört sich das schrecklich an. Das heißt, ihr könnt so nicht auflegen. Außer ihr macht es hier selber mit dem Fader. Hier seht ihr dann, hier verändert sich dann die Geschwindigkeit. Aber um das noch einfacher zu machen, genau, also original hat der 126, Entschuldigung. Ich hatte gerade den Tempo-Fader unten. Das heißt, ihr drückt jetzt hier, also links ist er ja schon aktiviert. Hier leuchtet der auch ein bisschen dann rot, beziehungsweise weiß. Und wenn ich den jetzt hier auch aktiviere, bam, werdet ihr sehen, der Track hat nicht mehr 126, sondern 128. Das heißt, er wird genau auf den anderen Track immer angepasst. Damit erleichtert ihr euch das Auflegen viel, viel einfacher. Und drüber seht ihr dann nochmal in grau, wie viel BPM der Original hat. Also wie der Track gemastert oder hochgeladen worden ist oder veröffentlicht worden ist mit 126. Und da gehen wir gleich mal zum nächsten Feature, diesen Pitch-Regler, beziehungsweise nicht Pitch, sondern Tempo-Fader. Wenn ihr jetzt sehen könnt, ich mache jetzt mal den Fader nach unten, so mache ich den Track
schneller. Mache ich den Fader nach oben, mache ich den langsamer. Und wenn ich dann beim Mixen, also wenn ich den Song abspiele, versuche ich immer in der Break, also ja, wie soll ich sagen, bei einer ruhigen Stelle, versuche ich langsam an den originalen BPM hinzukommen. Das heißt, ich muss diesen Fader nach unten tun, damit ich den Track schneller mache. Und ihr seht schon, warum funktioniert das jetzt nicht? Ach, weil ich den Track nicht abspiele. Das heißt, ihr seht dann, ich könnte dann den Track auf 128 hoch boosten wieder. Das heißt, jetzt wäre er wieder original im originalen Tempo, so wie der Produzent den Track gemacht hat. Und dafür sind halt diese Regler da. Ihr habt es, wie gesagt, rechts ein und links ein. Ist ein bisschen komisch am Anfang, musste ich mich auch dran gewöhnen, weil der auf der linken Seite innen ist und auf der rechten Seite außen ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich so easy zu erklären oder so easy zu verstehen. Und ihr habt es dann hier auch nochmal so ein Spiel. Das heißt, er ist super angenehm zum Regeln. Und wenn ihr auf 0 seid, das heißt 0 ist immer original BPM vom Track, dann rastet der immer so leicht ein. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich bin jetzt mal kurz still. Nee, das hört man nicht. Auf jeden Fall rastet der. Oder könnt ihr das jetzt vielleicht hören? Dann rastet der sozusagen ein und ihr wisst, ah, ihr seid auf 0. Der Track ist wieder auf der originalen BPM. Ja, Level-Linie, wie man da sagt. So, danach gehen wir, wie ihr wahrscheinlich gerade am Anfang noch gesehen habt, auf die... Ich muss immer wieder aufs Display drücken, damit ich überhaupt was sehe, was ich aufnehme. Seht ihr hier 4 Effekte. Hier habt ihr einmal Dub, Echo, Sweep, Noise und Filter. Die sind schon vorinstalliert, das heißt, ihr könnt da, glaube ich, nichts mehr verändern, soweit ich jetzt weiß. Und ja, ich kann ja mal einen Track abspielen. Und vielleicht könnt ihr jetzt hören, was ich mit einem Filter-Effekt machen kann. Ja, der Beat verändert sich. Und wenn ich jetzt wieder nach oben gehe, wird der Track wieder normal. Das heißt, es sind halt so Rumspielereien, also... Durch Aktivieren blinkt und Deaktivieren hört es wieder auf zu blinken. Und ja, diese Filter sind halt einfach so, ja, einen Höhepunkt von dem Track zu bringen. Das heißt, kurz vor dem Drop könnt ihr dann einfach solche Filter aktivieren. Mache ich zwar ungern, weil da gibt es noch andere Effekte, die sind viel, viel interessanter und wichtiger. Aber ihr könnt es halt hiermit auch Effekte reinbauen. Wie gesagt, ist halt Spielerei. Muss jeder selber wissen, wie er auflegt. Aber ich will euch ja grundlegend eigentlich mal nur erklären, wie das so funktioniert. Dann gehen wir gleich hier runter, beziehungsweise auf diesen Regler. Der ist ziemlich wichtig, weil ihr könnt gleich sehen, hier hinten oder beziehungsweise hier an der Seite habe ich meinen Kopfhörer angeschlossen. Ja, ich habe euch ja mal gesagt, das sind so American Audio. Ganz billige Kopfhörer gewesen, dienen zwar ihren Zweck oder erfüllen ihren Zweck, aber es gibt natürlich deutlich bessere. Das ist schon das zweite Paar, was ich habe, deswegen werde ich jetzt langsam mal... Seht ihr die geilen Schuhe? So richtig geile Hausschlappen. Ja, auf jeden Fall könnt ihr hier per großer... Klingt, ich kann es immer ausstecken. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Maße, was der hat. Auf jeden Fall 3,5 geht auch noch, wenn ich den jetzt hier so rausschraube. Weil ihr habt es hier, vielleicht könnt ihr es sehen, auch 3,5 mm Anschluss. Das heißt, wenn ihr keinen Adapter habt, könnt ihr auch damit hören. Ich hatte halt gerade einen Adapter, deswegen habe ich den hier angesteckt. So, jetzt muss ich wieder auf Display drücken. Dann Mixing, lasst es so, macht hier nichts falsch. Das ist einfach nur, wie ihr die Track hört. Das heißt, ob links, also Deck A, vorhören wollt oder Deck B. Ich will aber beide, deswegen habe ich auf Mixing gelassen, weil es bringt mir nichts, wenn ich nur einen Track höre. Ich kann ja manuell wieder muten, das heißt, dass ich den einen Track nicht hören will und den anderen nur. Und dann kann ich den anderen wieder dazuschalten. Und das funktioniert dann über diese Q-Taste. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber hier, wenn ihr drauf drückt, leuchtet es in gelb, beziehungsweise bei mir jetzt in orange, aber über die Kamera sieht es gelb aus. Und ihr könnt dann einfach den Track jetzt vorhören, auch wenn er vom Tempo, beziehungsweise vom Volumenfader, dass ihr es gleich wisst, hier ist der Volumenfader, müsste aber eigentlich jedem ja, klar sein, wenn der auch ganz unten ist, hört ihr trotzdem den Track. Hiermit könnt ihr dann sozusagen das Volumen über den Kopfhörer steuern, wie laut ihr das hören wollt, weil im Club ist immer ein bisschen lauter als jetzt bei mir hier im Studio. Deswegen, ja, selbst ausprobieren, wie laut ihr das haben wollt über den Kopfhörer. Und genau, hier könnt ihr also über Kopfhörer hören, so wieder ausschalten. Und das gleiche gilt auch für das andere Deck. Und hier gibt es halt für
ja, für den Mixer, für beide dann, für den Übergang. Aber wie gesagt, gewöhnt euch einfach dran, oder ich gebe euch den Tipp, gewöhnt euch dran, 1 und 2 anzumachen. Wenn ihr aber jetzt gerade den zweiten Track abspielen wollt oder vorhören wollt, macht einfach den kurz aus, der läuft dabei im Club weiter. Und lasst natürlich Volumen nach unten, weil sonst hören die das im Club, und startet einfach so. Ihr könnt jetzt nichts hören, sondern es kommt nur aus den Kopfhörern. Genau, das dazu. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht allzu lang. Dann habt ihr hier noch verschiedene, ja, Effekte, sage ich mal, beziehungsweise Regler, um einen Mix durchzuführen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ich mache es immer so, ich lasse immer alles auf Standard. Ja, ist halt so für mich am einfachsten. Und immer wenn ich den zweiten Track dann einspiele, mache ich hier bei den mittleren Tönen oder mittleren Tönen, sagt man, glaube ich, ja, immer auf Viertel nur und pitch den dann sozusagen hier rein. Parallel gehe ich dann hier auch noch runter, das heißt, dass ein schöner Übergang entsteht. Ist jetzt so, oder habe ich mir so angewöhnt, viele machen es anders, die machen auch zum Beispiel hier beim Fader immer linkes Deck, lassen sie hier rüber und dann faden sie hier rüber. Mache ich nicht mehr, ich gebe euch auch einen Tipp, bleibt hier in der Mitte, hier ist ein schöner weißer Strich, ich hoffe, man kann es auch jetzt erkennen. Lasst ihn in der Mitte und übt so die Übergänge. So ein Übergang direkt kann ich euch auch mal ein Video drüber machen. Das Problem ist, ich bin jetzt schon bei 15 Minuten und ich will ja, wie gesagt, das Video nicht allzu lang machen. Noch kurz andeuten, oder was ich noch kurz sagen will, hier ist das Volumen von dem jeweiligen Deck. Ich habe es auch, wie gesagt, immer schön gerade oben. Dann habt ihr hier in der Mitte den Master Level. Das heißt, wenn eure Boxen auf volles Volumen sind, könnt ihr hier nochmal was rausholen über den Track. Immer darauf achten bitte, dass hier bei der LED-Anzeige, ich kann es euch kurz mal zeigen, wenn ich jetzt einen Track abspiele, seht ihr hier, ist noch in dem gelben Bereich, also ist gut zu verstehen der Track, nicht zu laut, nicht zu leise. Wenn ich jetzt aber auf dem linken Deck hier lauter mache, werdet ihr gleich sehen, dass er in den roten Bereich switcht, und zwar genau jetzt. Und das soll euch damit sagen, stopp, ihr seid zu laut, der Track ist übersteuert, bitte macht das Volumen ein bisschen zurück. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Wie gesagt, hier ist der Master-Regler, falls eure Boxen am Limit sind, könnt ihr hier nochmal ein bisschen Lautstärke rausholen über euren Controller. Und genau das gleiche habt ihr auch für das rechte Deck, also Deck B. So nenne ich die immer, Deck A und Deck B. Wisst ihr ja jetzt schon langsam. Und dann gehen wir noch zum Wichtigsten. Ihr habt es hier, das war eigentlich das Schwierigste, was ich in YouTube nie gefunden habe, beziehungsweise so schwer. Es geht um die Effekte. Viele sagen immer, oh, wie geht es, wie funktioniert es, wie mache ich Effekte in dem Übergang, in den Track, wie funktioniert ein Flanger? Ganz einfach, Leute, ihr seht hier einen blauen Punkt. Gut, bei mir, oder hier über die Kamera ist der ziemlich hell, bei mir ist der halt ziemlich dunkel, also so ein dunkelblau, richtig schön zu erkennen. Und ihr habt es hier, ich stelle halt immer hier ein, Deck A, also 1 und 2, steht immer für die Decks, also Deck A oder Deck 1 ist hier links, Deck 2 ist rechts, müsste auch verständlich sein. Und hier habt ihr die verschiedenen Optionen, Effekte anzuwenden. Hier habt ihr einen Delay, Echo, Spiral, Reverb, Trance, Flanger, Pitch and Roll. Ich benutze, oder die meisten DJs benutzen Flanger, das ist so der beliebteste, den kann ich euch nochmal kurz zeigen. Um das überhaupt alles hier benutzen zu können, aktiviert es, indem ihr einmal drauf drückt, jetzt fängt er an zu blinken, jetzt wisst ihr, jetzt kann ich Effekte einsetzen. Dieser Regler ist dafür da, die Effektstärke einzustellen, das heißt, wie krass soll der Effekt werden. Ich zeige euch das jetzt nochmal kurz, weil ich will jetzt gleich, ja, ich bin schon wieder bei 17 Minuten, Mann, das ist so krass, wie schnell das geht. Auf jeden Fall spiele ich jetzt nochmal den Track ab und jetzt pitch ich mal einen Flanger rein. Okay, jetzt ist der Track gleich zu Ende, mache ich nochmal von vorne. Und jetzt müsstet ihr einen Flanger hören. Vielleicht könnt ihr es hören. Hier zeigt schon an, ihr seid im roten Bereich, weil ich den Effekt zu krass reingemacht habe. Deswegen, ich mache nochmal kurz leiser, könnt ihr hier über diese zwei Tasten auch nochmal die Stärke von dem Flanger einstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt mal hier hinschaut und ich den linken drücke nach unten, wird der geringer, die Zahl. Und umso höher ich bin, umso krasser wird der Effekt. Deswegen immer ein bisschen drauf achten. Und wenn ihr es richtig perfekt machen wollt, hört immer zum Beat mit und drückt diese Tab-Taste. Ihr seht dann, es verändert sich was. Und er sucht die richtige Einstellung für euren Track. Das heißt, ihr geht mit der Kick mit. Das heißt, ihr müsst ein bisschen Gefühl haben
bei der Musik, beim Abhören und klickt es einfach mit und somit sagt er euch dann, wann der richtige Effekt passt, also wie der Effekt halt eingestellt werden muss. So, sonst, wie gesagt, Recording könnt ihr noch hier oben machen, wenn ihr einen zweiten USB-Stick dran habt und es funktioniert, hoppala, genau, ihr habt ja halt hier noch so Kappen zum Schutz für Staub oder sowas. Und es funktioniert nur, wenn hier drin ein USB-Stick ist. Deswegen, wie gesagt, USB 1 meine Musik, USB 2 mein Recording-Stick. Den tue ich hier rein, drücke hier auf Master Rack, genau, und fertig. Hier, ganz einfach, nutze ich bis jetzt noch nicht, aber es gibt einen Trackmark. Das heißt, wenn ihr hier drauf drückt, bei einem Mix, was ihr dann irgendwann mal online stellen wollt, könnt ihr hier markieren. Und euch wird dann beim Videoschneiden angezeigt, wann ein neuer Track eingespielt worden ist, wenn ihr das zum Beispiel jetzt gerade nicht raushören könnt. Jo Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, ein bisschen ja, unter die Arme greifen, ein bisschen was erklären und konnte dem einen oder dem anderen so ein paar Funktionen zeigen, die ihr noch nicht kannte. Deswegen schreibt es mir mal gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr jetzt so gelernt habt oder was ihr mir noch ja, verraten könnt, was vielleicht noch einfacher für mich wäre, was diese Funktionen haben. Das heißt, ich habe euch ja nur gezeigt, wie ich das benutze, beziehungsweise diese Knöpfe betätige und wie ich meine Mixe mache. Wenn ihr gerne irgendeinen Mix anhören wollt von mir, schaut auf meinen zweiten Kanal vorbei, ist unten in der Videobeschreibung, das heißt, gerne mal vorbeischauen, natürlich auch wieder gerne ein Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und sonst, genau, was ich noch fragen wollte, wenn du anfängst Musik zu machen, beziehungsweise auch schon längere Zeit DJ bist, dann schreib mir das mal unten in die Kommentare, ob du auch mit Pioneer arbeitest oder doch zu einer anderen ja, Branche bzw. Hersteller tendierst, würde mich mal interessieren, weil ihr wisst ja, ich habe am Anfang einen Numa Controller gehabt, war ich wirklich zufrieden, habe ich aber jetzt letzte Woche verkauft, weil ich den einfach nicht mehr brauche, weil ich jetzt einfach auf Pioneer umgestiegen bin. Und genau, in diesem Sinne, wie gesagt Leute, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, ein bisschen helfen. Damit verabschiede ich mich, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Peace!